Reden wir jetzt nochmal mit Wesemir? Oder gehen wir einfach raus? Ich gehe erstmal zu unserem guten Freund hier. Tag, ihr Herren. Wir hatten schon das Vergnügen. So, Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Das hatten wir schon. Bis dann. Wir gehen ohne dich halt los. Wir nehmen dich eben nicht. Der läuft wieder über den Tisch. Okay. So, hier ist sonst nichts mehr außer Kerzen und sowas. Und Katze. Und ja, unser Lager. Aber können wir jetzt unsere Karte da reinpacken, die wir jetzt bekommen haben? Verzehrbares? Nö. Quest. Questgegenstände. Gewinnt ein Wunderleitfahnenbuch. Zeigt auf magische Weise die Anzahl der Karten an, die in der Sammlung noch fehlen. Yennefers Brief. Vielleicht sollten wir den mal lesen. Und Alchemie? Ja, das ist der Zitronenwodka. Den hebe ich mir auf für einsame Nächte. So. Okay, jetzt springen wir noch mal eine Runde. Okay. Jetzt möchte ich gerne... Was ist denn mit unserem Glossar? Bestiarium. Alter. Hier gibt's so viel. Verwende um das Bestiarium. Ja, weiß ich doch. Okay. Alles klar. Hier gibt's einiges zu lesen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Haben wir irgendein Buch gefunden? Das sieht nicht so aus. Handwerk. Ach du Scheiße. Was? Nur Waffenschmiede können Waffen nur... Was? Und nur Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. Suche nach Symbolen, die in der Standardkarte und Minikarte sind. Man kann hier Sachen zusammenbasteln. Dazu fehlen uns noch einige Zutaten, wie ich sehe. Gegerbtes Drakonidenleder. Drakonidenleder. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Nice. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sowas mag ich ganz gern eigentlich. So, aber... wir haben doch noch... Was? Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Silberschwert, Stahlwaffe. Ja, Bolzen haben wir, aber wir haben noch keine Fernkampfwaffe. Okay. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz finden. Schön. Ja, mit Hilfe der Filter. Hier findest du Informationen zu den wichtigsten Charakterwerten. Ja, die kann man auch sehen. Die werden nicht verdeckt von meinem Schädel. Um Gegenstand auszurüsten, wähle ihn aus und drücke X. Möchte ich die Waffen ausrüsten, die ich habe. Diese Filter zeigt Handwerkskomponenten und alchemistische Zutaten an. Ja. Questgegenstände, okay, das wissen wir. Lebensmittel, Öle, Tränke und Bomben. Waffen, Rüstung, okay. Du kannst die Beschreibung der Gegenstände vergrößern und verkleinern, indem du L3 gedrückt hältst oder die Beschreibung deaktivierst. Ja, okay, drücke Viereck, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand an Geralt aussehen wird. Aha. Nice. Das probieren wir mal aus. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Warum sollte er? Noch nicht gut genug gelevelt, oder wie? Drücke R3, um die Reihenfolge auszuwählen, in der die Gegenstände angezeigt werden. Naja, okay. Oh Gott. Halte R2 gedrückt oder drücke R2, um im Wertefenster deine Charakterwerte anzusehen. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Navigiere, okay. So, Onan. Wolfstunde Trank, Waldkauz. Wo kann ich den denn ausrüsten? Hier. Hier rein. Tue ich das mal. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke oben, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren oder unten, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Okay. alles klar. Okay. Gut, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nutzen möchte, weil das ist beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Sowas mache ich eher selten. Ich kenne mich. So, was ich aber gerne mir anschauen wollte, ist dieses hier. Okay, gewinnt ein Wunderleitfaden. Wechsle mit links zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher im Glossar hinzugefügt. Okay. Okay. Der Foliant in dein Händen den Auftrag gegeben vom allergnädigsten Herzog de Berry.
bedient sich Magie der geheimsten Sorte, um zu zeigen, welche Gewinnkarten derzeit in der Sammlung fehlen. Du musst ihn nur öffnen und denken, wie wäre es mit einer Partie gewinnt? Dann erscheint folgendes. Wählen 52, Novigrad 35, Skellige 28, Weißkarten 7. Okay, Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielen ohne besonderen Ruf oder außergewöhnlichen Fertigkeit gewonnen werden können, 47. Das sind die Anzahl. Alles klar. Okay, es gibt noch einige zu finden. Ich weiß nicht so recht, ob wir alle finden werden, aber ich tue mein Bestes. Jennifers Brief. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Vysima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. PS, ich habe das Einhorn noch. Sehr, sehr gut. Das ist die Weltkarte, das ist das Inventar. Ja, es gibt viel zu sehen, viel zu erkunden hier. Wie schon Schriftlern. Glossar. Auf Bücher. Das sind die Sachen, die ich schon gelesen habe, ne? In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriftrollen lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte. Man kann Jennifers Brief verkaufen, warum sollte ich? Links kannst du Bücher, Schriftrollen und Briefe auswählen. Der Inhalt wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Alles klar. Okay, cool. Ja, haben wir beides jetzt gelesen. Wir gehen zurück. Und gehen raus. Was, Katze, was ist denn mit dir los? Hör mal. Du willst wohl Ärger. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Schwert wieder. Was geht denn hier draußen ab? Hallo, liebe Freunde. Ausgetrunken. Oh, der Typ aus der Bar. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Rassisten. Der Blick. 3 gegen 1. Holla, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht lang. Oder? Wir versuchen es mal so. Lass das. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Ah. Natürlich nicht. Nein. Nichts getan. Das ist eine richtige Star Wars Effekte. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn. Was? So, ihr wollt doch jetzt nicht. Ihr wollt doch wohl nicht. Okay, wir wollen die natürlich nicht umbringen. Also werde ich boxen. Was, das war's schon? Plötze, geh auf ihn los. War nett, euch zu treffen. Also. So, wollen wir dir aufhelfen? Nein, der ist benebelt. Kann man die denn plündern, die beiden hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier gibt's nichts zu finden. Ach, Freunde. Das musste doch nicht sein. Frage den Nilfgaarder nach Jennifer. Die Nilfgaarder. Okay. So, bevor ich das mache... Ups. Spiel speichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Das weiß ich doch. Ich möchte gerne absteigen. So. Ich habe mal gehört, hier auf der Map. Da gibt's ja... Sag mal, Plötze. Ich glaube, es hackt. Komm hier nicht raus. So. Hier gibt's... Blütenblätter der weißen Myrte. Alles nehmen. Nice. Okay, man kann diese Dinger hier abgehen und einfach Zutaten sammeln. Ballissafrucht. Was ist denn los, Junge? Nee. Die Nene. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Bist du die Mama? Halt dich bloß von mir und meiner Familie. Entschuldigung. Wir sammeln Schnecken. Okay, da ist noch was anderes auf der Map. Würde ich gerne mir anschauen. Da ist noch so ein Sack. Ach so, das ist der Kaufmann. Hi. Von vorhin. Hier. Da treffen wir uns wieder. Danke. Einer von den Beatles. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Natürlich. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Für die Hälfte? Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Für die Hälfte? Na, der ist ja
Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben 250, so wie ich sehe. Okay. Anfänger-Waffenreparaturset. 15% auf die Haltbarkeit des Gegenstands. Aha, okay. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Hasenfell brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde gerne diese Karten kaufen. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde die kaufen, wenn es möglich ist. Damit ich alle hab. Komm. Nehmen wir mal. Was soll's? Was ist das? Herausgerissene Seite, Greifenabsud. Alchemistisches Rezept. Ein Rezept, also, ja. Oh, hier ist auch noch eine Karte. Die kostet auch 50. Wir geben unser ganzes Geld für Gewinn aus, wie es aussieht in diesem Spiel. Egal. So haben wir 3 Karten. Bis dann. Pass auf dich auf. Adieu, mein Freund. Adieu. Ich guck mal gerade auf die Karte. Wo können wir denn hin? Plötze. Ja, hier ist die Bar. Hier ist das Lager. Was ist denn mit diesen Pfeilern hier, die da rumstehen? Würde ich mir auch mal gerne anschauen. Schnellreisen. Ah, von hier kann man schnell reisen. Wähle mit links ein Reiseziel aus, das auf der Karte mit dem Schild markiert ist. Und drücke dann X, um dorthin zu reisen. Ah. Überall, wo wir schon waren, kann man nochmal hin. Das finde ich ja cool. Aber schnell reisen möchte ich eigentlich nicht, weil wir dann wahrscheinlich Sachen verpassen werden. Kann ich mir gut vorstellen. So, da ist eine Gans. Ein nilfgaardischer Soldat. Tritt zurück. Wie tritt zurück? Hey. Tritt zurück. Okay. Ich dachte, ich soll die Nilfgaarder nach Yennefer fragen. Wahrscheinlich ist das nicht der richtige Nilfgaarder. Plötze, bist du das? Jawohl. Plötze, wir müssen los. Und zwar ohne unseren Freund Wesemir, wie es aussieht. Los, los. So, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ach, da ist dieses Anschlagbrett. Da wollte ich ja auch noch hin. Ah, scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Anschlagbretter, Mist. Jetzt habe ich es weggedrückt. Warte, kann man sich das nochmal anlesen? Glossar. Tutorial war das wahrscheinlich, ne? Bitte, bitte, bitte. Dialoge, Bomben, nein, nein, nein. Interagieren, keine Ahnung. Lager, nein. Spielanzeige, nein, nein. Klettern auch nicht wahrscheinlich. Interagieren? Nein. Scheiße. Okay, wir haben es verpasst, aber egal. Wahrscheinlich sagt er mir da, okay, hier kriegst du deine Nebenaufgaben. Benutzen wir das mal. Was zum Henker ist das denn? Okay, hier gibt es 6 Sachen, wie es aussieht. Gesucht, Deserteur. Können wir alles annehmen? Oder eins nach dem anderen? Wir lesen eins mal durch. Gesucht, Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutze der Dunkelheit aus dem Armeelager geflohen. Der Gesuchte, ein Rekrut, der kürzlich freiwillig zu den Reihen seiner kaiserlichen Majestät gestoßen ist, wird Odrin genannt. Er behauptet, gebürtiger Kedvener zu sein, aufgrund der verfehlten Herrscher König Hensels, jedoch beschlossen zu haben, zur kaiserlichen Armee zu stoßen. Doch er war nur 2 Tage lang Teil der genannten Institution. Dabei hat es genug gegessen, hat er genug gegessen und getrunken, dass es für ein ganzes Dragoner-Regiment gereicht hätte. Okay, das sind alles Namen und Wörter, die ich noch nicht kenne. Es tut mir auch sehr leid, wenn ich die falsch ausspreche, aber ich gebe mir Mühe. Wer Informationen über den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Deserteurs hat, soll sich sofort bei der Garnison melden. Beschreibung: untersetzt, was? Untersetzt, drahtig, schütteres Haar. Er floh in Unterwäsche, indem er sich durch das Abwassersystem der Latrinen zwängte und riecht vermutlich entsprechend. Charakteristische Kennzeichen, leicht an der Reibeisenstimme eines gestandenen Alkoholikers zu erkennen. Wer dem Deserteur Hilfe oder Unterschlupf gewährt, wird sich vor dem Kriegsrecht verantworten müssen. Das nehmen wir mal mit. Wir suchen diesen Deserteur. Wir können alles nehmen hier, ne? Soll ich jetzt alles vorlesen? Okay, ja, was soll's. Kaiserliches Edikt, 1845. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißkarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenen Beständen ist mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Diese möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt,
sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Gezeichnet Kommandant Peter Sarguinlieve. Sind das alles neue Aufgaben? Warte mal. Interessante Orte. Es gibt viele Interessante in den dichten Wäldern, viel Interessantes in den dichten Wäldern und dünstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Okay, begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Das gefällt mir. Okay, Weltkarte, ja. Jeder wichtige Ort, den du entdeckt hast, wird auf deiner Weltkarte markiert. Drücke L3, um deinem aktuellen Ziel zu springen. Okay, verwende L, um die Weltkarte zu verschieben. Ja, kann ich nicht. Dein aktuelles Ziel ist mit diesem Zeichen markiert. Verfügbare Quests werden mit Ausrufezeichen markiert. Cool. Hier siehst du die Ziele deiner aktuellen Quest. Wenn es mehrere Ziele gibt, kannst du mit R3 zwischen ihnen umschalten. Okay, verstehe. Hier siehst du deine Minikarte der Umgebung. Ja, okay. Okay. Oh mein Gott. Alter, wie viele Fragezeichen. Wir müssen uns natürlich jedes einzelne anschauen. Das ist euch klar, ne? Okay. Anschlagbrett, da haben wir noch Sachen zu erledigen. Wie soll man das machen? Sollen wir jedes Mal zum Anschlagbrett zurück und uns Quest-Sachen mitnehmen oder jetzt alles mitnehmen? Ich würde sagen, wir nehmen alles mit und machen eins nach dem anderen dann. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber dafür muss ich mir erstmal auch alles mitnehmen. Moment. Neuer erkundeter Ort? Nee. Was gibt's denn hier noch? Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Per Sarguinlieve sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre Imhir Far Emreis, Daithwin Adan Imkarp Ep Murwut dienen zu dürfen, der höchste Lohn. Oh mein Gott, ich kann nicht mal diesen Namen aussprechen, aber das ist eine Ehre für ihn zu kämpfen. So, wo war ich? Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichend Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Nice. Nehmen wir mit. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Per Sarguinlieve, bester Name, zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören, welche auf Befehl unseres allergnädigsten Herrschers Emir, oh Gott, Far Emreis alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner von Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben auch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsteres Zeitalter bald einer strahlenden neuen Ära weichen. Nehmen wir mit. Okay, was ist das? Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastien ist gegen die Schwarzen gezogen. Das ist sehr rassistisch, ehrlich gesagt. Aber hey, vielleicht heißen die so. Ich weiß nicht, was die Schwarzen sind. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an den großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf. Nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dün Wildenwert. Nehmen wir mit. Auftrag, Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg. Und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf. Nein. Und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Nein. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Odolan. Immer alles mit.
Okay. R3 lesen. Auftrag Teufel beim Brunnen. Wir sammeln Schnecken. Was? Ja, mach das mal. Im Kampf gefallen. Neue Quest. Okay, das sind alles neue Quests, die wir angenommen haben, tatsächlich. Eine Flut. Und in der Nähe ist sonst... Oh, doch, da ist was. Wir gehen zu dem Ausrufezeichen. Aber nehmen natürlich hier so ein paar Kräuter mit auf dem Weg. Blütenblätter, ja, damit. Ich weiß nicht, ob ich die brauchen werde, aber... Besser haben als nicht haben. Die Berberrohrfrucht. Interessante Orte. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf deiner Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Versteckter Schatz, Verlies, Monsternest, Ort der Macht, oh Gott, Personen nöten, Kriegsbeute, Schmugglerversteck, bewachter Schatz, verlassene Städte, Banditenlager und Monsterlager. Mein Gott, es gibt sehr viel zu tun. Und das ist wohl der Schmied, wie es aussieht. 50 Jahre Arbeit durch den Schopfstein. Ah ja, reden, Bruce Willis. Ja, erzähl mal. Der hat wahrscheinlich unsere Was Aufgabe. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Immerhin. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Hast du noch ein Kopftuch? Beleidige mich nicht. Das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Wir bleiben mal freundlich. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Na, viel Glück beim Wiederaufbau. Nein, ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. Der Wichser wird's verdienen. Ich habe Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück. So ist es. Ja, danke sehr. Wir werden uns Mühe geben. Okay. Durchgeknallter Brandstifter. Best verfolgen. Machen wir das erstmal. Ich glaube, das ist... Oh, das ist direkt hier, ne? Du kannst auf der Karte deine eigene Markierung anbringen. Ja, das will ich gerade nicht. Spezielle Markierung brauche ich auch nicht. Kannst jemals eine normale Markierung... Ja. 10 spezielle Markierungen, Alter. Was kann man denn hier alles machen? Okay, hier ist direkt durchgeknallter... Ja, ich glaube, wir machen das erstmal. Durchgeknallter Brandstifter. So, seine Hütte ist abgefackelt worden. Der Arme. Was kann man denn hier aufnehmen? Abgenutzter Lederbalk. Nehmen. Ich hoffe, wir klauen dann nicht, ne? So, mein guter Herr, ich beklau dich hier erstmal. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Was ist denn hier? Was ist das denn? Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Ja, aber hallo. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Das geht aber schnell. So, Bruce Willis, ich gehe da mal suchen, ne? Junge, warst du das etwa? Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Tja, hatte. Jetzt hab ich's. Blütenblätter, blutende Blätter. Die Blütenblätter der weißen Myrte. Her damit. Nehmen wir alle. So. Such mit deinen Hexersinnen hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Ja, da ist eine Pflanze, die wir auch nochmal looten können. Nehme ich auch. Aber das war es nicht, was wir finden sollten, oder? Gibt's hier irgendwas? Da sind auch nochmal ein paar Büsche. Da nehme ich auch noch mit. Die Berberrohrfrucht.
Und natürlich die Ballista-Frucht. Vielen Dank. Was ist das denn? Alter. Aber. Doch, jetzt. Spitzwegerich. Ich nehme einfach alles mit. Ich glaube, wir können hier richtig, richtig aufsammeln alles, oder? Also ohne, dass wir zu voll sind und überladen sind, wie bei Skyrim. Da kann man sich nie bewegen. Oh, guck mal hier. Schau mal an. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ah. Folge der Spur mit Hilfe deiner Hexersinne. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Aha. Na dann, hinterher. Ja, das sieht gut aus. Kann ich die Hexersinne unendlich benutzen? Glaub nicht, oder? Naja. Achso, so kann man es ja auch sehen. So. So, ich nehme das hier mal mit. Blütenblätter, danke sehr. Okay. Hier geht es weiter. Da sind die Spuren. Ja, ja, ja. Wir haben dich gleich. Wir haben dich gleich. Ist da jetzt Wasser? Da können wir aber nicht mehr, ne? Untersuchen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ah, okay, jetzt sehe ich es auch. Ja, sind jetzt blanke Fußabdrücke. Was ist das denn hier? Eine Angel, ein Fischernetz und 6 Oränen. Alles nehmen. Ich weiß nicht, ob ich eine Angel gebrauchen kann. Okay, der ist ins Wasser gegangen. Ist er hier rüber gelaufen? Hast du was gesehen? Was? Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Kein Interesse. Okay, hier ist er wohl nicht lang gegangen. Ist er vielleicht hier durchgerannt? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Probieren wir es mal aus. Da ist auf jeden Fall noch so ein Strauch, den ich mir abgrasen kann. Die Hundspetersilie, die gute alte Hundspetersilie. Eine Pusteblume. Ja, damit. Okay, hier gibt's irgendwie nichts. Gibt's hier hinten was? Auch nicht. Oh, Moment. Was ist das denn? Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunken. Aber er ist entkommen. Ertrunkene? Wer redet denn da? Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Ah. Okay, wir sind ihm auf der Spur. Was redet ihr denn hier? Verschwinde lieber von hier. Alles klar. Tschüss. Okay, hier kann man noch untersuchen. Die Spur führt wieder ins Dorf. Ah, was? Das ist aber suspekt. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Mhm. Wir gehen ihm mal nach. Bin ich jetzt mal gespannt. Warst du es etwa? Die Spur führt hier. Hä? Die hört hier auf? Ernsthaft? Die hört hier auf? Möge die so. Na, das will ich jetzt mal hören. Grüß dich. Tag. Bis dann. Der ist es wohl doch nicht. Okay, hä? Wieso hört denn hier die Spur auf? Meine Großmutter. Oh, was gibt's denn hier? Diebstahl. Wachen tolerieren keinen Diebstahl, sei also vorsichtig. Was soll das? Ich wollte nur gucken, hey, Freunde, ganz ruhig. Hey, vielleicht nichts Böses. So, aber die Spur hört hier auf. Die hört nicht auf, die geht hier weiter. Warum habe ich das denn nicht gesehen? Oh Gott, meine Rot-Grün-Schwäche fängt schon an. Was haben die Leute so, die getan? Gans haut ab, die Gans war es. Ich sehe es doch. Hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie so, da gibt es noch Pilze, die ich abgrabbeln kann. Haben. Ja, Schleierlinge. Vielen Dank. Mutant. Oh, die Spur führt hier rein.
Oha. Ein gutes Volk. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern. Frag mal den Bauern hier. Was willst du? Nix, ich gehe hier rein. Ich wollte es dir nur mal sagen. So. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. An den Wunden? Okay. Die Bäuerin war es wohl nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Wasserflasche. Aber ist das jetzt Stehlen? Woran sehe ich, dass es Stehlen ist? Scholarenfutter. Oh, ich würde das gerne alles mitnehmen. Warum auch immer. Was gibt's hier? Kerze, Erveluse, Zwergenschnaps und eine Wasserflasche. Ich habe alles mitgenommen. Die Bäuerin sagt nichts. Dann kann ich hier auch klauen. Nehmen. Ich nehme alles mit. Wasserflasche. Ja, wenn ihr nichts sagt. Selber schuld. Was gibt's hier noch? Ich kann hier eine Kerze aufnehmen. Was haben wir denn da? Dörrobst. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit. Wasser. Sehr gerne. So. Hier ist noch was. Wir reden mal mit der Bäuerin. Schniefhust. Schnief. Schnief. Ernsthaft. Aufnehmen. Alchemistenpulver. Nehmen wir auch mit. Schwarzmagische Puppe. Um Gottes Willen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Alles klar. Der Napp. Der Napp war es also, ja? Ist hier sonst irgendwas? So, mein lieber Herr Napp. Erzähl mal. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Ja, ich doch auch. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Gut, aber keine Brandstifterei mehr. Nein, nein, der muss bestraft werden. Kommt nicht in Frage, mein Freund. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu breit. Das will ich ja mal sehen. Beruhig dich und komm mit. Wir versuchen es erstmal immer auf die beruhigende Tour. Wenn es klappt, alles gut. Wenn nicht, Pech. Ganz ruhig, komm jetzt. Na klar. Dann kann man mit. Erfahrungspunkte erhalten. Sehr gut. Ja, das hilft auch. Ich Erfahrungspunkte. Was? Mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. So ist es. Das ist der richtige Jedi-Ritter Kräfte, die ich hier habe. Wo ist eigentlich der, der ist hier, ne? Kommst du mit? Napp. Boah, das wird dauern, glaube ich. Komm mit. Wir müssen zum Schmied. Weidemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Geudemar. Was? Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Die Könige mögen dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Alter, wie die sich einfach hassen. Wie die sich einfach gegenseitig hassen. Was ist das denn hier eigentlich? Suche Honigwaben. Gute Bezahlung. Große Mengen erwünscht. Tomira, Kräuterkundlerin. Okay. Also, ach, der geht ja schon selber dahin. So, wir sind gleich da. Vielleicht kann ich ja schon vorher dahin. So, Mr. Willis. Ich habe deinen Freund hier. Ah, es geht dann sogar schneller. Okay.
So, dann erzähl mal. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. What? Okay. Harte Strafe. Ja, Balu, jetzt wird das Dorf dich als recht lieben. Ja, harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Was? Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Mhm. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Gut. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Das hoffe ich doch sehr, Zwerg. Wir haben es geschafft. Erfahrungspunkte bekommen 50. Sehr schön. Was noch? 20 Kronen. Der hat uns 20 Kronen dafür gegeben, dass wir einen Typ hängen lassen. Hängt der jetzt hier irgendwo? Baumelt der? Da ist noch ein Baum. Naja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Okay. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Okay, gut. Damit hätten wir unsere erste Nebenaufgabe gemeistert. Ohne Probleme. Plätze, was? Was zum... Was? Plötzlich unterbreche ich ja nur sehr ungern, aber wir müssen los. Wir müssen los. Pass auf, wo du hintrittst. Möge dich ey, Alter. Okay. So, weiter geht's. Beweg dich. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios, amigos.